In der Luft liegt noch der Geruch von Tränengas, doch die Menschen in Bangkok feiern. Polizisten und Demonstranten, Stunden zuvor noch erbitterte Feinde, schütteln sich die Hand. Aus Angst vor neuen Toten und Verletzten hat die Polizei ihre Taktik geändert und öffnet die Tore. Die Demonstranten fühlen sich als Sieger. Ich glaube, wir haben gesiegt. Zu 90% würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ungehindert können sie nun in den Regierungskomplex im Zentrum eindringen, sogar ins Hauptquartier der von ihnen so verhassten Polizei. Doch entscheidend für das Machtgefüge Thailands ist vor allem das Militär. Es ist wie die Demonstranten königstreu und genießt in der Bevölkerung den Ruf eines neutralen Vermittlers. Ministerpräsidentin Ying Luck wird häufig vorgeworfen, sich beim Militär anzubiedern. Wie zum Beweis tritt sie in Uniform und vor den strengen Augen der Generäle vor die Presse. Ich rufe alle auf, Geschäftsleute, Akademiker und auch die Demonstranten, an einer politischen Lösung für die Situation in unserem Land mitzuarbeiten. Protestführer Suthep hält an seinem Ziel fest. Er will die Regierung stürzen. Seine engsten Anhänger demonstrieren auch in der Nacht weiter. Doch erst einmal feiert Thailand einen Geburtstag. Am Donnerstag wird König Bhumipol 86 Jahre alt.